mal Baumrinde gegessen? Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3. Eigentlich wollte ich euch erst dazu holen, wenn ich am Zielort angekommen bin. Aber, irgendwie kam der Typ dann hier mit seiner komischen Unterhose oder was entgegen. Und ja, den Spruch fand ich dann doch gar nicht mal so schlecht. Moment. Ich bin gerade am Überlegen, was hat er denn hier überhaupt als Zielort drin? Der muss doch das als Zielort drin haben. Der wollte mich jetzt hier komplett woanders hinführen gerade. Okay, also, wir machen in der heutigen Folge die Einladung von Kira Metz. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, aber ich hoffe, dass ich jetzt die richtige Stufe ausgewählt hatte. Achso, Moment. Ich wollte gerade sagen, das kann man doch noch... Hat der es jetzt genommen? Nee, hat nicht genommen. Da ist alles drin. Hier draußen ist auch noch was, was wir nehmen können. Okay. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Kira, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Hallo? Du hast gesagt, ich soll herkommen. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Im hier unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. So, so. Zu einem anderen Thema. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen.
Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Na gut, dann würde ich sagen... Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Verserrat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Ja, wenn wir das irgendwie hinkriegen, ja. Ich meine, hier ist man ja schnell unterlevelt, ne? Habe ich schon festgestellt. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Hm. Das heißt, ich kann jetzt immer mit den Geistern sprechen, wenn die mir wohlgesonnen sind, oder? Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier... Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Na gut. Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Schade. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Ja, du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke RB, halte RB gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Oh, wie ging das nochmal? Oh Gott.
Nein? Hallo? Was habe ich denn jetzt schon wieder gedrückt hier? Muss ich denn... Ich will das Ziel nicht angreifen. Och, Leute, ernsthaft jetzt. Da ist noch eine Wand. Achso, da kann man runter. Können wir denn hier noch irgendwas klauen bei ihr? Anscheinend nicht. Doch, da ist noch was. Okay. Die können wir nicht nehmen. Nee, offenbar nicht. Okay, dann... würde ich sagen, kann ich mich nicht mehr davor drücken, sondern ich muss mal schauen. Moment, da war die Tür. Ich muss mal schauen, wo wir jetzt weiter hin sollen. Wieso ist denn jetzt hier schon wieder so ein Ausrufezeichen? Neue Quest. Achso, die hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon gesehen, ne? Bin ich jetzt doof? Ach, da. Nee, alte Eiche. Hä? Moment, hat der jetzt schon wieder umgestellt hier? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Wieso stellt er das immer wieder um? Ein Turm voller Ratten. Ich denke mal... genau, das ist das. Verstehe nicht, wieso der das immer wieder rausschmeißt. Das ist also echt blöd gemacht. Da unten müssen wir hin. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mich auf den Weg und wir sehen uns gleich. Los, lauf! So, Plötze wollte schon gar nicht mehr weitergehen. Oh, ich will aber nicht durchs Wasser, wenn ich jetzt hier angegriffen werde. Es wäre schön, wenn er auch da drauf ist, Geralt. Okay. Hallo? Darf ich dieses Boot auch mal benutzen? Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, weil wenn man drauf sitzt, funktioniert es irgendwie nicht so richtig. So, dann. Wo ist die denn? Da hinten, okay. Gibt es eigentlich sowas wie automatisches Hinsegeln oder so? Ich glaube nicht, ne? Also habe ich zumindest noch nicht festgestellt, dass man das irgendwo drücken kann. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich angekommen bin, weil das wird wohl noch eine Weile dauern. Bis gleich. Geralt, hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Ja, das hat dann ja nicht so lange gedauert, bis ich euch wieder hinzugeschaltet habe, aber das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. So, wir sind auch quasi angekommen. Wie, das Boot ist beschädigt. Wieso ist das beschädigt, wenn ich hier die ganze Zeit B drücke? Funktioniert der Xenogloss? Hörst du mich? Was? Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Mist. Schon kaputt. Warum kurzlebig dieser magische... Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. So, okay. Das können wir noch einsammeln. Sehr schön. Hier sind die... Leichen, da sind wieder neue, das ist nicht gut. Mhm.
So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Das zeigt jetzt hier an, dass wir hier rum sollen. Ich denke mal, die sehen mich trotzdem hier. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, spätestens da oben werden sie mich wieder sehen. Nein, du sollst das einsammeln. Hallo. Warum sammelt der das nicht ein? Okay. Darf ich jetzt endlich einsammeln? Es ist manchmal sehr kompliziert, die Sachen einzusammeln. Das muss ich zugeben. Wie weit müssen wir uns denn hier bewegen? Weil eigentlich theoretisch könnten wir ja da durchreiten, ne? Ein Turm voller Ratten? Ein Turm voller Ratten. Joa. Kann man Plötze hier rufen? Plötze kommt übers Wasser. Och, wie schön. So, was nicht so schön ist. Plötze kommen. Heya! Wir laufen. Tanzen. Wir müssen da jetzt durch. Ich sehe nichts, aber wir müssen hier trotzdem durch. Greift ihr mich jetzt auch mal an? Nicht schlecht. Na komm. Eklig. Der Wind heult. Eine frische Leiche. Er muss eine Weile nach dem Tod des Adligen gekommen sein. Was? Der Wind heult? Eine frische Leiche? Er muss nach dem Tod des Adligen gekommen sein? Was? So. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Hier ist noch eine Leiche. Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Ach, bei dem Toten. Ach so. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich die jetzt hier dran kriege. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken? Das hörte sich so an, als ob mich jetzt irgendwie gleich was angreift. Irgendwie. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich das jetzt... Bombentaschen. Ich glaube, da, wo die Bomben sind, da muss ich das reinlegen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder kann ich das direkt über die Bolzen wechseln? Nee, hier drüber kann ich das nicht machen. Nee, dann muss ich das hier drüber machen. Oh, ich habe schon wieder alles vergessen. Oh Gott, oh Gott. Ach, die ist ja schon... Och, nein, oder? Ah. Wenn ich hier unten auf der Lampe stehe... Achso, RB. Okay. Muss ich dem jetzt folgen? Okay.
Oh, ist das so euer Ernst? Nein, jetzt kommen die nicht wieder zurück. Wieso sind die jetzt auf der anderen Seite? Boah. Egal, was ich mache. Wenn ich jetzt von hier komme, geht doch sowieso wieder woanders hin. Was ist das da drin? Die Frage ist jetzt nur, muss ich dem Zeug hier folgen oder... Bin mir nicht sicher. Eigentlich soll ich doch mit jemandem reden, oder nicht? Verwende die magische Lampe, um Geister zu finden. Ich soll das ja eigentlich da machen, wo es flüstert, aber ich höre halt durch die Sinne teilweise. Höre ich halt viel mehr flüstern. Ich gehe jetzt einfach mal Richtung Turm. Ich habe keine Ahnung. Also es tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade so ein bisschen verpeilt anscheinend bin. Oder es einfach nicht verstehe. Also ich habe gedacht, dass es irgendwas da mit diesen Viechern da zu tun hat. Mit diesen Fliegen. Aber anscheinend nicht. Mal hier rum. Da hinten rechts ist was Weißes eingezeichnet. Mal die Gegner, oder? Ja, bleich bloß nicht aus, kein Thema. Lauf nicht, weich nicht aus. Boah. Hier ist trotzdem noch eine Leiche. So. Was sie wohl hergeführt hat? Hunger oder Gier? Hoch wahrscheinlich, ne? Also, keine Ahnung, was das mit den Geistern jetzt auf sich hat. Die Ratten tun jetzt aber nichts hier, oder? Wo ist diese Adelsfritze? Blut. Wir haben viele. Wo ist diese Adelsfritze? Hier liegt er, mausetot, der Kopf. Hallo? Es ist links von mir, aber ich würde gerne noch was untersuchen hier. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen. Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will es gar nicht wissen. Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er, mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Komm ich da ran? Ja. Ich will da gar nicht hingehen.
Guck erstmal hier, ja. Oh ne, da geht's runter. Das ist abgeschlossen. Okay. Was, Bob? Bob, Bob. Was hast du, Bob, Bob? müssen wir wohl mal hier gucken. Oh, ich hasse das, wenn man nicht sehen kann. Ach, das war was zum... Ach, ich dachte schon. Wir hatten doch eigentlich auch eine Fackel. Das grüne Licht hier, das ist irgendwie ein bisschen... Da sieht man nicht so wirklich viel. Mhm. Hier meinte gerade noch irgendwas, oder nicht? Habe ich das schon? Da müssen wir hin, das ist klar. Das nehmen wir noch schnell. So. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das? Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Gut, jetzt fängt das wieder von vorne an. Habe ich jetzt einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel gefunden, oder? Wo ist diese Aale? Gehen wir oben nochmal gucken. Moment, da unten war aber auch noch was. Oh, jetzt beweg dich mal ein paar Meter schneller. So. Da ist auf jeden Fall auch nichts. Wo ist diese Aale? So. Mal schauen. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Okay. Jetzt habe ich den Turm erkundet, aber das mit der Lampe habe ich scheinbar irgendwie doch nicht richtig gemacht. Keine Ahnung. Ich dachte, ich habe jetzt extra die Lampe benutzt, um überhaupt da was zu hören, weil die haben wir ja immer noch drin, aber... Habe ich mich jetzt erschrocken. Moment, wenn du dahin gehst, dann gucke ich hier nochmal kurz. Hallo? Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Das hört sich nicht gut an. Da ist noch was. Sehr schön. Wir sollten auch zwischendurch noch mal kurz speichern, fällt mir gerade ein. Weil wir haben nämlich ziemlich viel hier auch eingesammelt. Da können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Aber wir konnten ja irgendwo noch mal etwas höher gehen. Da. Waren wir hier schon drin? Nein, waren wir nicht. Waldschratabsund. Oh, cool. Ist da jetzt einer unten eingebrochen, dass ich das mit den Hexersinnen gehört habe? Oder was war das jetzt? Wo ist der hin? Hallo, Geist? Der Geist ist weg. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben
Tor gefunden? Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Okay. Ist es zu spät, hier die Folge zu beenden? Ich wollte eigentlich... Was bewirkt das jetzt? Ja, genau, in dem Moment hat es leider noch nicht allzu viel bewirkt, aber die Auflösung von dem Ganzen sehen wir später, und zwar sehen wir das in der nächsten Folge. Ich muss es leider in zwei Teile teilen, weil wir doch eine sehr, sehr lange Folge hier haben. Bis zur nächsten Folge. Ciao!